Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3. In der letzten Folge haben wir Manroth erfolgreich getötet und die Horde von ihrem Dämonenfluch befreit. Das war aber auch zugleich die letzte Folge der Ork-Kampagne. Jetzt machen wir mit der vierten und auch letzten Kampagne weiter in Warcraft 3, und zwar der Nachtelfen-Kampagne. Mit Kapitel 1, der Feind vor den Toren. Durch das heroische Opfer von Grom Helskrim wurde der Grubenlord Manroth getötet und dem dämonischen Fluch, dem die Orks geschlagen waren, ein Ende gesetzt. Die vereinigten Streitkräfte der Menschen und Orks sind jedoch tiefer in den Wäldern von Ashenwell eingedrungen. Sie wollen herausfinden, ob dem Land noch immer eine Gefahr durch den Mond droht. Tyrene Whisperwind, die Anführerin der Nachtelfenwächter, ist überzeugt, dass die Fremden ihre verzauberte Heimat nur Unheil bringen werden. Verzeiht, Priesterin, doch ihr seid seit Stunden in den Anblick von Ashenvale versunken. Etwas Dunkles regt sich in den Wäldern, Chandris. Ich spüre es. Und es scheint sich uns zu nähern. Die Grünhäute, die Cenarius getötet haben? Vielleicht. Vielleicht etwas Größeres. Legt euch ins Zeug. Jaina und der Kriegshäuptling der Orks erwarten, dass dieser Stützpunkt schnell gebaut wird. Ha! Wir sollten gar nicht hier sein. Schon gar nicht mit den Orks. Wir sind hier, um die restlichen Dämonen zu jagen, Mensch. Ihr habt Glück, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Nun gut, Männer. Nehmt euch zusammen. Zurück an die Arbeit. So. Diese Orks und Menschen maßen sich also an, durch unser Land zu trampeln? Es wird ihnen leid tun, dass sie Ashenvale je betreten haben. Wir errichten einen Stützpunkt und geben diesen Fremden, was sie verdienen. Wie es sich gehört, das sagt er natürlich jede Menge Blut und Morde. Okay, wir müssen eine Goldmine richten, aber davor wie immer... Moment, 15 Optionen. Der Sound, wir wollen nochmal schauen, was die Einheiten uns denn so als Lustiges sagen. Jemand, der Baum des Lebens, ist das Herz unserer Nachtelfendörfer. Nutzt die Fähigkeit des Baums, um die Goldmine zu durchwuchern. Ist die Mine durchwuchert, schickt Irrwische hinein, die das Gold schürfen. Okay, das können wir mal kurz machen. Zack. Das Ganze muss eingewurzelt werden, und zwar hier hinten hin. Dankeschön. Jetzt aber bitte. Ashrasoraman. Ich folge der Stimme von Elun. Jemand bedroht die Wildnis. Wir halten unsere lange Wacht und warten. Irrwische sind freundliche kleine Geister, die Holz und Gold für eure Dörfer beschaffen. Sie erbauen auch die Gebäude, mit denen wir mehr Krieger ausbilden können. Ich folge der Stimme von Elun. Die Göttin ruft. Jemand bedroht die Wildnis. Wir halten unsere lange Wacht und warten. Während die Druiden friedlich in ihren Hügeln schlafen. Elun, gebe mir Kraft. Anu Serador Mali. Mein Herz schläft. Den smaragdgrünen Traum. Ich folge der Stimme von Elun. Okay, also sie ist relativ, ja, okay. Nicht ganz so witzig, wie ich es gerne hätte. Dankeschön. Aber was sagen denn die Bogenschützen dazu? Ihr seid am Zug. Zeigt den Weg. Auf euer Zeichen. Euer Gebäude ist fertig. Oh, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Fürchtet meine Fertigkeiten. Gehen wir. 5 Meter Abstand, kein Laut. Oh, ich bin nicht nur ein Waldelf, ich bin ein Nachtelf. Bald ist der Bogen überspannt. Ich komme nie rechtzeitig zum Schuss. Ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May.
Ich sagte Menschentöter, nicht Liebestöter. Vergesst es. Ihr seid am Zug. Okay, das gefällt mir schon besser, aber wir müssen etwas machen. Nach einem Stützpunkt richten, noch etwas optional ist und natürlich den Menschenstützpunkt auslöschen. Und mach ich erstmal hier. Einheit wieder aus. So, wir können mal loslegen. Ich würde mal sagen, wir brauchen erstmal hier die irische alle da drin, damit wir überhaupt mal an Gold herankommen. Und es gibt in Bezug auf den anderen Rassen etwas zu sagen, und zwar die Goldmine wird von den Irwischen ganz normal. Die Mondbrunnen sind Quellen von Nahrung und Kraft. Ihr könnt weitere Mondbrunnen bauen, die mehr Truppen ernähren. Dankeschön, ich wollte gerade etwas erklären. Und zwar, dass Irwische, wie bei allen anderen Rassen auch, das Gold aus der Mine herausholen, heißt, das Gold wird zu Ende sein. Aber es gibt etwas anderes, was die Nachtelfen machen, was sie alle nicht machen. Und zwar, sie nehmen sich das Holz von den Wäldern raus und tun die Bäume aber dadurch nicht zerstören. Das ist der große Unterschied. Ist natürlich auch so ein kleines bisschen der Nachteil, wenn man so sieht. Denn immerhin, falls man Platzprobleme hat, müssen wir hier hin, dann müsste man wirklich aggressiv sagen, zerstöre doch bitte das, das und das. Denn ansonsten wird der Baum nämlich ewig halten. Aber, wie gesagt, ja, ist ja schon am Bauen, ist ja schon am Bauen. Und noch ein paar Irwische dann. So, damit wird man mehr als zurechtkommen danach. Ja, vielleicht kann er gleich... Nicht genügend Gold. Na gut, dann warten wir eben, wenn er nicht genug Gold hat. Schau mal, was hat sie denn? Ein Spähvogel. Ich glaube, den könnte man doch mal ein bisschen losschicken, um das Gebiet zu erkunden. So. Damit ihr mehr Truppen ausbilden könnt, erbaut ihr ein Urtum des Krieges. Ach schon, das sind Wächter unterwegs. Aha. Wunderschöne Insel. Urtum des Krieges, das haben wir auch gleich, aber zuerst einmal möchte ich doch ein paar mehr von den Brunnen bauen. Und eine andere Fähigkeit, Nachtelfen sind in der Nacht unsichtbar. Ich umsonst heißen sie Nachtelfen. Wo seid ihr denn? Ich bin bereit. Dankeschön, einfach mitnehmen. Ich glaube, sie haben den Vogel nicht gesehen, also die Speeule. Da, dies, glaube ich. Ah, sie ist sogar unbesiegbar. Okay, dann ist es egal. Und weg ist er. Was wir noch haben, ist heilende Aura. Sprich, der Mondbrunnen kann dafür sorgen, dass Leben und Mana von Einheiten regeneriert werden. Aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Man sieht unten, das Mana wird nach und nach aufgefüllt. Hat man also nicht ewig und 3 Tage. Aber so für eine Belagerung finde ich das gar nicht mal so schlecht. Jetzt fliegst du so hin. Dann fliegst du so hin, dann fliegst du so hin. Dann fliegst du einfach mal so rüber. Das passt dann schon soweit. Okay, Urtum des Krieges hat es gesagt. Bauen wir. Und das nächste ist natürlich auch, die Einheiten sind zu... Moment. Wir müssen mal etwas tun, das sonst kein Achtelf tun darf. Wir töten. Also, sagen wir mal so, wir töten die Natur. Normal, alles andere dürfen wir natürlich nicht töten. Sollen wir töten sogar. Ja, können wir sogar einen Urturm wieder bauen. Den nehme ich hier unten hin und bauen noch ein paar weitere Irwische. Und ich merke gerade, hier sind überall Sachen versteckt. Aha, der Ahnförberg möchte uns sprechen. Na, lieben gern. Der Aufrottung kommen wir doch gerne nach. Nachdem wir gerade nichts zu tun haben. Ein paar Stück davon. Und ihr drei baut noch mehr Mondbrunnen auf. 1, 2, 3. Und... Na gut, komm mit. Ging es oder nicht? 1, 2, 3. Und wieder nein. So, Förborgs. Ihr möchtet mit uns reden, nehmt gerne. Wir rüsten zum Aufbruch, Priesterin. Etwas unvorstellbar Böses verdirbt dieses Land. Doch lasse ich nicht zu, dass es mein Volk verschlingt.
Leider können wir erst hier weg, wenn das Schicksal unserer restlichen Stammesmitglieder geklärt ist. Habt keine Angst, Alterchen. Ich finde eure Stammesmitglieder und bringe sie euch zurück. Habt Dank, Priesterin. Euer Lohn erwartet euch, wenn ihr zurück seid. Und werden wir die finden, suchen, irgendwie müssen wir leider Gottes noch ein bisschen was kaputt machen. Geht leider nicht anders, denn das sind überall Holzhummer drin. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Ich glaube, die greifen sich an, wenn wir hier alles kaputt machen. Dankeschön, okay. Wir sollen ein bisschen was finden. Vielleicht ist hier ja irgendwas. Wenn nicht, dann müssen wir nach hier unten gehen. Dann habe ich so jetzt auch kein Problem. Plus 5 Bogenschützen finden. Naja, wir haben ja in dem Sinn schon was gefunden. Hier müssen wir hin. Die sind auch soweit gebaut. Heißt, wir können nochmal 2 Stück bauen. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir die rein. Und das Gebäude ist fertig. Das ist fertig. Perfekt. Heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir noch mehr Geld raus. Beziehungsweise, wir sollten vielleicht noch mal ein paar andere Gebäude bauen. Und zwar noch einmal... Ich genügend Gold? Dankeschön. Aber gleich eventuell. Beziehungsweise ein Altar wird man eigentlich auch noch, aber zuerst einmal hier. Turm des Kriegers. Machen wir noch mal einen hin. Denn man kann nie genug Turm des Krieges haben. Und am Anfang haben wir zwar jetzt bloß Bogenschützen, aber wenn wir da vor Ort nicht viele haben, würde ich mal sagen, dürften wir auch soweit keine Probleme haben, gegen diesen wunderschönen Stützpunkt anzukommen. Weil der hat nicht mal Verteidigungstürme, wie es ausschaut. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist und fertig. Allianz zwischen Orks und der Horde Euer Gebäude kommt, nicht ist oft vor, kommt nicht oft vor. So, meine Färberfreunde, lauft mal zurück. Ich muss mich hier um die kleinen... Ich bin aber auch Ring der Schütze Nummer 1, um die Holzwürmer in euren Buden kümmern. Das kann man nur machen, indem man Feuer einsetzt. Tut mir leid, ist leider die einzigste Möglichkeit, wie das Ganze umzusetzen ist. So, können noch was sein? Hier könnte noch was sein. Heißt, wir laufen mal hier rüber. Und könnte man vielleicht sagen... Also, wir haben hier nichts zu upgraden. Dich und dich. Jetzt setzen wir mal auf 3 hin. Und wir nehmen noch einen kleinen Altar hier hinten mit. So, danke schön. Euer Gebäude ist fertig. Wir haben Gold. Euer Gebäude, wir haben soweit alles, was wir fertig. Eigentlich brauchen. Dankeschön. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Achso, warte mal, das war jetzt auch fertig, oder? Ah, perfekt. Wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3. Okay. Das sollten eigentlich genug Bogenschützen dann sein. Halte ich ihn aber auch. Ich habe gehört, ihr wollt ganz dringend sterben, und zwar richtig dringend sogar. Nein. Wenn, dann greifst du hier die Heldin an. Immer schön die Heldin angreifen. Niemand anderen außer die Heldin. Ist der einzige, wo sie richtig wehren kann. Dankeschön. Hallöchen aber auch. Sag mal, was betreibt ihr denn hier eigentlich? Hab ich das euch erlaubt? Ich glaube nicht. Garstige kleine Orks. Habe ich schon mal gesagt, dass das ziemlich lange dauern könnte. Euer Gebäude ist fertig. Bis mal hier die ganzen Wildelfen hier mal fertig sind. Oh Gott. So, du brauchst eine extra. Dann habe ich mein Maß erreicht, das ich brauche. Ich habe nicht zufällig noch... nein, habe ich nicht. Ach, das war jetzt die Hauptquest, okay. Hauptquest, den Paladin töten. Och, nein. Warum nur den Paladin? Der Paladin ist doch lieb, eigentlich. Er kämpft ja rein theoretisch fürs Gute, aber ja. Leider nicht für das Gute, für das wir einstehen. Und das ist eben der große Fehler. Es gibt nur eine Wahrheit. Und die baut drauf, dass ich gewinne. So, guck mal hier hin. Da könnte auch noch was sein, beziehungsweise wir nehmen dich hier mit. Sagen dann am hier hin. Wie viel bräuchte ich denn? Ich bräuchte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 Stück sind 1500. Das könntest du gehen. 1, 2, 4, 5, 6. Dass ich dann 2 Kampftrupps habe.
mit denen ich rumschlawenzen kann. Ich würde mal sagen, es dauert sonst ziemlich lange. Und das sind, dürfte auch noch ein paar Feuerwerk sein. Denn Bogenschützen, nicht gerade das Beste. Eigentlich brauche ich noch ein paar Nahkämpfe, aber mit genügend Pfeilen bekommt man alles kaputt, würde ich doch mal behaupten. So, Hallöchen. Mit einem Zweierpack, so wie es ausschaut. Oh, sorry, ich halte euch gerade auf, aber es geht gerade nicht anders. Ihr wisst schon, Holzwürmer. Was? Das ist aber gar nicht gut, was ihr hier betreibt. Ihr kleinen Schlawiner hier. Denkt ihr, könnt mich angreifen? Ich will mir... Achso, da oben war sie herumgestanden. Okay. Heißt, wir müssen immer ein paar Leutchen hier unten haben. In Bezug auf einen ganzen Kampfdruck vielleicht sogar. Ja. Die Frage ist natürlich, hier können wir dann hier unten reingehen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal hier rüber. Was immer auch kommen wird, wir werden es töten können. Und wir haben unsere kleine Schutzbrigade. Dann lassen wir die erstmal hier hinten stehen. Bevor wir richtig zum Feind angreifen. Wobei. Nee, ist gar besser, wenn wir ein paar Leute hinten lassen. Bevor wir zum großen Sturmangriff blasen, müssen wir natürlich eh nochmal ein paar mehr Kräfte sammeln. Gut, dass hier niemand ist. Und das Wichtigste natürlich, ich möchte das Feuerbergdorf haben. Also die Seitenquest. Die optionale Quest, wohlgemerkt. Hallöchen aber auch. Das ist die Menschenexpedition. Und das ist gar nicht gut, was sie hier haben. Ganz und gar nicht gut sogar. Autsch, das tut weh. Das tut sogar ziemlich weh. Hohoho. Also, das war jetzt gar nicht fein, ganz und gar nicht. Oh, und tut mir leid. Ich weiß nicht, ich mag die Menschenarbeit, aber die schauen immer so traurig aus. Die möchten mir eigentlich gar nicht wehtun. Aber ich muss leider. Gibt keinen anderen Weg. So, hier, ihr kommt auch mal mit. Dann beschleunigen wir das Ganze doch mal ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5. Falls das ist, es wird angegriffen werden. So, Hallöchen. Da dürften die restlichen Fireboxen hoffentlich... Wow. Das ist fies. Wir können nicht einfach die Arme am Fireboxen einkassieren. Ich glaube, da muss jemand ganz, ganz dringend abgeschlachtet werden. So, was hat sie denn? Erhöht Geschwindigkeit von Distanzangriffen? Und Schadensbonus. Ich glaube hier, die Volltreffer-Aura ist am besten. Denn damit können wir auch noch schauen. Schön, danke, dass ihr auch kommt. Dass unsere Bogenschützen in der Umgebung auch gleich nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Weil, wenn sie mehr Schaden macht, ist natürlich immer gut. Aber wenn der gesamte Kampftrupp mehr Schaden macht, umso besser. Ich glaube, da können die mir alle zustimmen. Soll ich gerade sagen, der hat so ein bisschen der Sound gefehlt, ja? Okay. Kann ja mal passieren. Was er jetzt an Truppen rumlungert. Ah, Hallöchen aber auch. Wann ist der? Nein, eine immer noch. Eine einzige Furbock, ne? Danke fürs Gespräch aber auch. Der ist wahrscheinlich am dümmsten Eck, wo man sich vorstellen kann, unterwegs. Na gut. Ah, Hallöchen. Ein paar Banner liegen ja auch noch rum. Okay, hab ich vielleicht dann... Hab ich dann Käfig übersehen? Nee, auch nicht. Muss also wirklich irgendwo sein. Na komm schon. Alle Bogenschützen hier rein. Wenn, dann soll auch jeder angreifen können. Nicht umsonst habe ich doch extra die Aura für Tyrande gemacht. Für die Tyrannen gemacht. So, haben wir da irgendwas drin, was wir gebrauchen könnten? Wahrscheinlich nicht. Okay, was können wir noch machen? Wir können hier hingehen, aber dann geht schon ins Lager rein. Das muss noch nicht sein eigentlich. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte Fürborg? Da ist nichts und da ist nichts. Da ist soweit auch nichts. Nein, da kommt man nicht hin.
kommt man auch nicht hin. Ja, da ich sogar drüber laufen können. Achso, ich wollte gerade sagen, was bewegt sich da, aber natürlich die Furbox. Die Borgs bewegen sich dort entlang. Was ist, wenn ich jetzt hier entlang gehe? Finde ich da noch jemanden? Ja, da ja weniger, aber da hinten. Dass die vielleicht noch einen gefangen haben, das könnte sein. Das könnte sogar ziemlich gut sein. Weil diesen einen hätte ich doch lieben gerne, weil wenn der mir wirklich was Tolles geben kann, dann immer her damit. Immer her damit. Gegen Geschenke hatte ich noch nie was. Na, put. Noch sehen wir keinen, aber... Zu den Waffen! Nix zu den Waffen. Ist schon gut, ist schon alles gut. Niemand möchte dir etwas Böses, noch nicht zumindest. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Ist der hier irgendwo unterwegs? Irgendwo muss doch noch einer... Da oben? Nee. Haben wir hier noch irgendwo was? Komm schon, Verbock, der letzte. Ah, ja. Oh Gott, ja. Da sind sie. Da sind sie unterwegs. Wir haben nur eine Elfin verloren. Perfekt. So, mein lieber Uta, wo bist du denn? Genau da, wo ich dich zurückgelassen habe. Fürst Lionheart. Der Fürst Löwenherz. Eigentlich schade rum, dass ich sie töten muss, aber... Es geht nicht anders. Es geht unsere leider Krieger nicht anders. Greifen den Feind an. Ach Gott, Leute, ein paar süße Orks. So, jetzt haben wir es alle. Jetzt gucken wir mal. Wir stellen dich an. Dann kommst du jetzt mal zurück zum Schamanen. Und hoffentlich bekommen wir jetzt mal etwas Tolles. Irgendwas zum Angreifen wäre echt toll. Denn so toll der Angriff auf ist, so ein bisschen mehr wäre schon toll. Ich muss da gerade mal gucken. Grundschaden um 10, 20 und 30%. Okay, plus 3 geht. Vielen Dank, Priesterin. Nun können wir das Dorf evakuieren. Bitte nehmt die Hilfe unseres Helden an. Er wird euch mit seinem Leben schützen. Euer Angebot ist überaus großzügig. Möge Elun euch wohlbehalten geleiten. Okay. Jetzt habe ich ein paar Furbox, okay. Aber die dürfen da hinten erstmal etwas aufräumen. Beziehungsweise, die dürfen ihr Dorf verteidigen. Warum eigentlich nicht? Vielen lieben Dank. Furbox Mittelan... Was war das? Schwer Nahkampf und Mittelnahkampfeinheit. Kann ich gut gebrauchen, aber... Bandu Soribas, Sterbliche. Ihr habt dieses Land entweiht und werdet büßen. So viel zum Thema Büßen. Da ist mir gerade die Aufnahme ein kleines bisschen abgekracht, aber man hat nicht viel verpasst. Wir sind immer noch im Kampfgeschehen. Zurück zum Spiel. Und wir werden immer noch den Fürsten Löwenherz töten müssen. Leider Gottes. Anders fände ich es zwar besser, aber naja, kann man nichts machen. So, ihr greift auch noch mit an. Unsere Krieger greifen den Feind an. Genauso wie ihr auch noch angreift. Komm schon, zack. Aha. So möchte man es also handhaben. So, ich glaube, ich brauche bloß meine Tyrande gerade. Der Rest darf angreifen, wie er gerade lustig ist. Beziehungsweise pumpt mir noch mehr heraus. Ich möchte das Maximum vom Maximum haben. Aber ich glaube, ich muss eh eigentlich nur ihn hier angreifen. Was ist er gerade? Unbesiegbar? Nein, gerade nicht. Heißt, wir haben gute Chancen, ihn vollends platt zu machen. Na, kommst du her. Auf ihn hier. Auch auf ihn. Ja, verdammt. Gerade wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Hater her. Eigentlich müsste ich hier auch noch ein paar Schutzzäume, man weiß ja geil was alles bauen, aber naja. Na komm. Ja, dankeschön. Bitteschön, Fürst. Löwenherz, stirb doch. Ja.
Die Untoten, verteidigt euch! Sie müssen uns von Lordaeron gefolgt sein. Elin, steh uns bei. Die Toten rücken in Wellen vor. Rasch, meine Schwestern, zurück zu den Bäumen. Einer solchen Streitmacht sind wir nicht gewachsen.